Naja, das ist jetzt der Wald, beziehungsweise diese kleine Mündung. Das Bächlein hat keinen Namen. Wenn ihr wollt, können wir hier reingehen. Oder wir schlagen uns noch ein bisschen weiter nach Norden. Eure Idee. Ist da ein wenig angenehmer, durch den Wald zu schlendern? Das heißt angenehmer. Am Bach haben wir einen sicheren Rückweg, den wir finden. Ein dichter Wald ist Richtig, ein dichter richtig. Wald. Aber wir sollten zu beiden Seiten des Baches entlang gehen. Falls irgendwo Spuren sind, sollten wollen wir die ja auch finden. Darian, ihr könnt Fährten sehr gut lesen. Warum nehmt ihr nicht die eine Seite? Ich nehme die andere. Das ist eine gute Idee. Ich bin mir zwar nicht sicher, dass ich sehr gut da drin bin, aber ich habe etwas Erfahrung darin. Dann lass es uns so machen. Nun, ihr wart derjenige, der die Fährte der Banditen aufgenommen hat. Also zweifle ich nicht an euch. Ihr seid wahrscheinlich öfter mal auf der Jagd, Herr Baron, oder? Ich hatte schon den einen oder anderen Feldeinsatz, sagen wir es so. Vortrefflich, vortrefflich. Erlaubt ihr, dass ich auf eurer Flussseite laufe? Es wäre mir eine Ehre. Natürlich. Gerne, ihr könnt gerne hinter mir alles absichern. Abdank. So tretet ihr auf beiden Seiten des kleinen Bächleins in das Unterholz, in das Dickicht und seid schon bald vom Wald verschlungen. Nur noch das Knacken, was aus allen verschiedenen Richtungen zu euch dringt, was besonders unheimlich ist, da ihr mittlerweile geklärt habt, dass es hier wohl keine Tiere gibt, keine Rehe, keine Kaninchen, keine Rotpelze. Alles ist leer und tot. Nach einer Stunde, die ihr euch auf beiden Seiten in das Unterholz geschlagen habt, könnt ihr einige Hütten vor euch erkennen, die dort liegen. Eine kleine Lichtung mit viel Asche. Sind das die Hütten der Köhler oder der Räuber? Wird in Richtung unserer Weiblin geschaut, als ob sie eine Antwort darauf hätte. Sie zuckt mit den Schultern. Gut, dann seid leise, bis wir die Antwort auf diese Frage haben. Und Ronga geht ein wenig in die Hocke, sucht er jetzt hinzuschleichen, um einen besseren Blick auf das Ganze zu haben. Ja, wer sich heranschleichen möchte, bitte eine Schleichenprobe. Wer waldkundig hat, kann das gerne einbringen, ansonsten ist die Probe um 3 erschwert. Man kein Waldkundig hat es um 3 erschwert, sonst Es weiß ist ich das aus. generell erschwert und mit waldkundig wird diese Erschwernis eben aufgehoben. Okay. Und einfach nur die Armbrust von hinten. Sie meldet sich auch ein bisschen zurück, zumal die weiße Robe jetzt alles noch nicht unauffällig ist. Selbiges gilt für den Gänseritter. Eine Siedlung ist es nicht. Es sind mehrere Hütten, die hier alleine und verlassen stehen. Ein bisschen überwuchert. Auch hier hat sich die Natur alles wieder zurückgeholt. Die Asche kommt tatsächlich wohl von dem Baum, beziehungsweise von dem Holz, was hier geschlagen worden ist. Und ihr könnt auch sowas wie einen Pfad finden, der dann aber auch wohl woanders hinführt und auch überwachsen ist. Das müssen die Köhler gewesen sein. Keine Bewegung. Aber ihr dürft noch mal eine Sinnenschärfeprobe Sicht würfeln. Ich nehme an, nur die drin sind, oder? Genau. Die hingeschlichen sind. Ja, genau. Wir stehen jetzt am Dorfrand, beziehungsweise am Köhler Dorfrand. Ah, nicht so gut. Ja, verlassen. Leer. Niemand hier. Ja, dann, sobald ich meine Seite der Hütten abgeschaut habe, schaue ich Richtung Ardo und wenn ich auch seinen Blick treffe, wenn unsere Blicke sich treffen, nicke ich ihm zu. Hier drüben ist nichts. Zurück, ebenso. Gut. So wird dann wieder auf leisen Sohlen den anderen zurückgeschlichen. Und was habt ihr herausgefunden? Ein verlassen zu sein. Ich habe auch keine Spuren entdeckt. Also zumindest keine Spuren. Also
jemand letzter Zeit hier war. Und dann lass es uns trotzdem einmal grobflächig untersuchen. Vielleicht finden wir dort irgendeinen Hinweis darauf und dann einfach weitergehen. Ja, jawohl. Gerade scheint zumindest niemand da zu sein. Ich denke, dass wir ihn gesehen hätten. Dann los. Gut. Ja, man folgt ihnen mal. Wenn ihr das Dorf betretet, so leise wie möglich, so leise wie nötig, denn normalerweise sollte sich hier ja keiner aufhalten und ihr könnt nicht zuhören, könnt ihr vor allem Darian das als erstes erkennen, wenn ihr auf die Hütten zutretet. Dort liegt im Inneren wohl halb verborgen ein kleines Wesen, ein Zwerg, der tot am Boden liegt und vermodert mit seinen Stiefeln, mit seiner Schürze. Die Hand wird gehoben. So ein Stoppzeichen. Seht ihr den Zwerg da vorne auch? Den Zwerg? Oh, meinst du? Zeig halt darauf. Müssen wir uns näher anschauen. Bleibt wachsam. Ist er tot oder? Er liegt dort. Wieder mal, tauch einfach hin. Ausruht. Sonderlich gut. Der Zwerg scheint euch unglaublich zu irritieren. Wenn ihr näher kommt, könnt ihr sehen, dass seine braune Schürze aufgeplatzt ist, ebenso wie sein Bauchraum, und sich aus seinem Magen eine pilzartige, ein Gezücht herauswindet. Es sieht fast aus, als würden seine Gedärme mittlerweile aus Pilzen bestehen oder aufgeplatzt sein. Irgendwas ist aus seinem Bauch herausgebrochen. Lange tot. Ja, widerlich. Nicht näher. Nicht näher. Was denn? Du hast noch nie zuvor gesehen. Können wir das irgendwie einschätzen, was das sein könnte? Oder ob das, irgendwie böse ist? Ja, weiß nicht. Pflanzenkunde, Götter und Kulte, Magiekunde. Was willst du mir würfeln? Was ist deine Vermutung? Meine Vermutung wäre, dass es irgendein dämonischer Pilz ist. Pflanzen- oder Magiekunde, würde ich sagen. Gib mir Pflanzenkunde. Ich mach auch mal Pflanzenkunde. Ja. Die Aussagen sind treffend. Auf Maraskan gibt es sowas nicht. Ich habe zwar Gras gesehen, das in einen Körper hineinwächst, aber nichts, das hinauswächst. Egal, woran der Zwerg gestorben ist. Werden wohl nicht diese Banditen gewesen sein. Weshalb es wohl auch keine Spur ist, die für uns relevant, aber. Richtig. Wir sollten einfach weiter. Das sieht für mich sehr dämonisch aus. Da wird mir ja schon ein bisschen übel, wenn ich mir das anschaue. Wir sollten extra vorsichtig sein. Auf keinen Fall anfassen. Wenn es sich auch nur ansatzweise verhält wie das Jagdgras von Maraskan. Wollt ihr es nicht anfassen? Frau Niam, kennt ihr diesen Zwerg? Einer der Köhler, vermute ich. Zumindest ist das Köhlerkleidung. Egal, was ihn geht. Darüber wurde mir nichts berichtet. Das ist Gras oder so, aber das ist, sieht aus, als ob es von der Ästerin der Leiber kommen könnte. Oh, was nein. Ihn auch geholt hat. Wir sollten hier nicht warten, bis es uns auch holt. Gehen wir am Bach weiter? Ja. Hier ist zwar ein Pfad, aber der ist zugewachsen. Ich glaube, da ist in letzter Zeit niemand lang gegangen. Am Bach, würde ich sagen. Ihr folgt dem Bach 2 Stunden weiter und trefft dann auf ein riesiges Gerippe. 3 Meter groß. Vollkommen abgenagt, abgeschliffen. Es gibt keine einzige Spur von Fleisch mehr. Nur noch das Gerippe. Ich hoffe mal, das liegt da irgendwo am Bachufer. Liegt ungefähr 2 Stunden von eurer Entfernung am Bachrand, am Ufer. Es ist das. Ist das der Orga? Sieht so aus. Das heißt. Es ist schon mal kein Werwolf, Vampir, Ogre, Ghoul. Oder wo waren wir? Ja, genau bei dem.
Das erklärt zumindest, warum er in letzter Zeit nicht mehr gesehen worden ist. Irgendetwas hier drin. Waren das Wölfe? Ich glaube nicht, dass Wölfe so wenig übrig lassen. Irgendwas sehr Hungriges. Ja. Sauber abgeschabt. Wir sollten weiter. Es war schnell. Der Wald gefällt mir ganz und gar nicht. Ich kenne nur eine Sorte von Viechern, die so jemanden so sehr zerfressen kann. Aber die gibt's hier nicht. Was denn, Herr Markus? Maraskan-Federn. Ich trete mal auf dieses Skelett zu und beug mich mal ein bisschen voran, will mir die Knochen näher anschauen, ob da wirklich kleine Zahnabdrücke oder irgendwas dran ist. Ja, was willst du würfeln? Fleischer? Schlachter, Heilkunde, Wunden, Anatomie, Tierkunde? Mal schauen, was ich würde Tierkunde bieten. Ich glaube, das ist mein bestes Talent. Ja. Als Bestienjäger. Ja. 14er Max Erschwernis. Ja, du weißt, dass wenn Tiere an so etwas fressen, an Aas oder wenn sie es selber gelegt haben, dann essen die teilweise auch Knochen mit, wenn sie besonders hungrig sind. Aber so sauber, wie das abgeschabt ist, auch an den Knochen, kannst du feine Messerkuhlen erkennen. Das war ein professioneller Schlachter. Ist nicht das Werk von hungrigen Tieren. Sondern? Menschenhand. Oder zumindest jemand, der sein Handwerk versteht. Die wurden abgeschabt. Also war hier jemand, ist hier jemand im Wald, der einen Oger töten kann und ihn dann einfach komplett bietiert. Aber was wollte er denn damit? Der auf das Fleisch abgesehen oder sicher nicht auf die Knochen, denn die liegen hier noch. Also Ogerfleisch kann ich mir nicht vorstellen, dass es besonders schmackhaft ist. Sieben, wisst ihr einen etwaigen Grund, den eine Person dafür haben könnte? Naja, ein Nekromant hätte vermutlich den ganzen Oger mit Fleisch dran und Knochen drin benutzt. Deshalb kann ich mir da tatsächlich keinen Reim draus machen. Vor allem hätte er die Knochen da nicht mitgenommen. Eben. Ogerskelette sind grausige Gegner und unglaublich mächtige Mordmaschinen, wenn sie kompetent erhoben sind. Das Skelett liegt hier aber einfach nur rum und tagsüber scheint die Sonne drauf. Immerhin kann da ist garantiert kein Untoter mehr drin. Gut. Dann. Wir sollten auf jeden Fall weiter und uns nicht hiermit befassen. Das ist nicht unsere Aufgabe und... Das ist nicht unsere Aufgabe, ja. Weitergehen. Was wohl noch im Wald alles auf uns wartet? Eine Fährtensuchenprobe, bitte. Natürlich. Nur von einem oder von allen? Von demjenigen, der führt. Das ist natürlich am besten. Ach so. Daria läutet in eine Richtung und ist wohl der Meinung, dass er gerade die Spuren von einem Reh gefunden hat, was natürlich besonders interessant ist, weil es ja eigentlich keine Rehe gibt. Ja, Ronga, du entdeckst wohl sowas wie Schlangenspuren und Ado kann neben den Schlangenspuren auch noch menschliche Trittspuren erkennen. Ja. Menschliche Trittspuren. Wo siehst du die denn? Ich hab hier eine Schlange gefunden. Ja, hier daneben. Wenn du genau hinschaust, siehst du hier. Dort sind die Spuren von einem Reh. Aber davon sollte doch hier eigentlich nichts da sein. Ja. Ihr schaut kurz hin, was das ist. Nee, es sind keine Rehspuren. Aber was? Wir zu haben. Aber was zeigt sich bei euch denn ab? Was sind eure Spuren? Menschenspuren. Denen würde ich gerne nachgehen. Ihr sagt jetzt Schlangenspuren, wie. Das wird so eine Blindschleiche sein oder sowas? Oder etwas größer? Nein, größer, sonst würden sie keine markanten Spuren hinterlassen. Ach. Kann ich die Größe einschätzen? Mit einer Tierkunde oder so? Ja, Tierkunde, klar. Spuren gefunden, kannst du auch einschätzen. Jo, 8 Punkte.
Ja, du weißt nicht genau, welche Art das ist, auch weil sie keine Schuppen verloren hat, aber die ist sicherlich 2-3 Meter lang. 2 bis 3 Schritte ungefähr. Was das für eine Schlange ist, kann ich nicht sagen. Dafür gibt es keine Anzeichen, aber... Sie schon groß schon. Fürs Mittelreich. 2 bis 3 Schritt? Ja, aber echt, was soll das für eine Schlange sein, die hier heimisch ist? Aber die Menschenspuren und die Schlangenspuren, laufen die parallel? Sehe ich das hier richtig, Ado? Scheint so, ja. Und sie sind das genauso bei Droiden. Welcher Mensch ist denn mit der Schlange unterwegs? Verzeih. Sich mit Tieren besonders gut auskennt. Sie haben manchmal Leiter. Ich weiß nicht, ob das die Spur ist, die wir verfolgen wollten, aber das ist zumindest eine Spur, eine sehr interessante. Vielleicht gehen wir der hinterher. Vielleicht ist das ein Zeichen. Finden wir dann auch heraus, was in diesem Wald vorgeht. Ja, und was diesen Oger, getötet hat. Es ist auf jeden Fall unsere einzige Spur, die wir gerade haben, also sollten wir ja folgen. Ihr habt die Spur ja gefunden, also am besten verfolgt ihr diese auch und wir folgen euch einfach. Sehr gut. Dann weiter geht's. Nach einer Stunde erreicht ihr eine weitere Lichtung. Einen alten Wachposten, 2 Ruinentürme, die sich hier nach oben abzeichnen, darum einige weitere, ist wahrscheinlich ein ehemaliger Stall, zumindest sieht das so aus, ein Brunnen, der hier gebohrt worden ist und mehrere Personen, die in grün-blauer Kleidung, brauner Kleidung, abgewetzte Säbel an ihrer Seite hier um den Brunnen herum sitzen, ein kleines Lagerfeuer entzündet haben, ihr könnt sie schon von weiter Entfernung hören und... Ist das die Vampirgruft, von der die Rede war? Seid ihr gerade bei der Spukruine? Ihr betrachtet kurz die Situation und seht die Siegel, die falsche Schlange auf der Brust. Ihr seid da. Das sind die Leute. Ich duck mich mal. Hier muss wohl ihr Lager sein, oder auf jeden Fall. Ihr temporäres Lager. Ich hoffe, sie haben uns noch nicht gesehen. Was machen wir jetzt? Mit der Ruhe. Zuallererst beruhigen wir uns etwas. Wir haben sie gefunden, das ist schon mal von Vorteil. Sie scheinen uns noch nicht bemerkt zu haben. Wären wir gesehen worden, dann wüssten wir es. Wir müssen einmal herumschleichen. Wir müssen wissen, wie viele es sind. Wollen wir das mal ansehen? Da mache ich am besten nicht mit bei dem Schleichen. Mein Mantel, den sieht man leider ziemlich gut. Ado, Ronga, schaut etwas um. Wir bleiben hier und ihr hört dann Bericht. Währenddessen versuche ich mir von hier aus eine bessere Lage darüber zu machen und überlege mir schon einige Kampfstrategien. Hi. Gut, das machen wir so. Kasim, müsst ihr euch irgendwie vorbereiten für eure Zauberei? Wenn ich das Wetter verändern soll, ja. Aber wenn ich einmal angefangen habe... Ja, dann... Ja, wenn das Wetter erstmal da ist, dann kann man es nicht mehr einfach so vertreiben. Man muss darauf warten, dass es seinen natürlichen Lauf läuft. Und ist das das Einzige, was ihr tun könnt? Oder habt ihr noch andere Zauberei, die ihr benutzen könnt? Selbstverständlich habe ich noch andere Zauberei. Ich überlasse euch da... völlige Eigenverantwortung, was ihr tut. Macht einfach das, was ihr am besten tun könnt und entscheidet selber. Aber erklärt uns natürlich, was ihr macht, damit wir darauf eingehen können. Wirken die Typen denn so, als wären das krasse Kämpfer oder sehen die halt irgendwie einfach nur aus wie irgendwelche Typen, denen man halt einfach Schwerter in die Hand gegeben hat? Also, sie haben eine merkwürdige Kluft an und wirken nicht ganz geheuer auf dich, würdest du meinen. Ihr Wappen ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Natürlich die falsche Schlange, klar. Aber sie sehen aus wie abgerissene Räuber, zumindest ein Großteil von ihnen. So etwas wie ein Vampirfürsten, ein Ghoul, kannst du aber nicht unter ihnen ausmachen.
Keine 2 Meter große, riesige Gestalt, die furchteinflößend ist. Mhm. Wir zählen nur in Anführungsstrichen die 9, oder? Die man da sieht, oder sind da noch mehr? Tja, Sinneschärfe. Ja, beziehungsweise, wenn ihr herumgeht, aus der einen Position könnt ihr das auch vielleicht gar nicht sehen, aber ansonsten könnt ihr mal auf alle Fälle eine Sich-Verstecken-Probe machen. Auch wenn wir hier an unserer Position bleiben, verstecken? Ich erleichtere sie euch um 5. Oh, dann habe ich es geschafft. Diejenigen, die sich nicht bewegen, es erleichtert um 5. Ja, maximal Punkte über. Ich bin Schatten selbst, aber dabei genauso blind. Ja, die anderen würfeln trotzdem mal eine Sinneschärfeprobe. Denn das wird natürlich gegeneinander getestet. Und euch fallen beim Umkreisen bzw. beim länger Sitzen auch die beiden Wachposten auf der einen Turmruine auf. Die sitzen im Obergeschoss, können natürlich dann auch mit Armbrüsten oder mit Pfeil und Bogen auf euch schießen, könnten euch entdecken, die anderen warnen. Ja, also da müsste man sich was überlegen, wie man die da runterkriegt oder... Ja. Die Karte geeicht. 1 zu 10, also die Entfernung wäre dann von euch 19 Meter. Genau, 19 Meter. Beziehungsweise zu den anderen 12 Meter. Basim schaut mal zu den anderen. Greifen wir an. Wir müssen uns als erstes um die Soldaten auf dem Turm kümmern. Da hätte ich eine Lösung. Ich habe noch einige Stinktöpfchen und Schwadenbeutel. Davon kann ich da hochwerfen, dann können sie zumindest von dort nicht mehr schießen. Ich hätte dann sogar noch eine bessere Idee, damit ihr sie nicht werfen müsst. Ich kann sie auch einfach dort hochschießen mit meiner Armbrust, das sollte genauso gut funktionieren. Wenn ihr halt sie befestigen könnt. Müsstet ihr einmal nachladen verschwenden, ich glaube nicht, dass wir... Ah, das stimmt auch wiederum, das ist ein guter... Ja, aber wenn ihr sie ausschalten könntet, das wäre eine... Ich kann zumindest dafür sorgen, dass sie uns nicht mehr sehen und runterkommen müssen, um etwas zu tun. Was machen wir mit den 7 Leuten, die um den Brunnen herumstehen? Im besten Fall schaffen wir es, die zu trennen. Habt ihr noch etwas gesehen innerhalb der Gebäude? Nee, die sind blickdicht. Die Fenster sind relativ hoch, da kann man nicht reinschauen. Vielleicht ruhen da sich noch welche aus, aber die werden ja hoffentlich nicht kampfbereit sein. Ist auf der Seite des Turmes, ist da auch so ein Fenster? Ist auf der anderen Seite? Schießscharten meinst du? Ja, genau. Ja. Ich könnte sie ausräuchern, ein Stinktöpfchen reinwerfen. Müssten sie überstimmt rauskommen. Falls da welche drin sind. Also ein Stinktöpfchen hoch und ein Stinktöpfchen zur Sicherheit rein. Ich hatte überlegt, einen Schwadenbeutel nach oben, dass uns die Schützen nicht sehen können, und ein Stinktöpfchen nach unten, dann würde es alle erwischen, die drin sind, und die Schützen, wenn sie runterkommen, um kämpfen zu wollen. Sobald Gegner auf ungefähr 15 Schritt rangekommen sind, könnte ich sie blenden. Die sind aber noch ticken zu weit weg. Und das hält auch nicht wirklich arg lange. Ja, wie gesagt, ich glaube, der Schwadenbeutel ist da unsere beste Option. Brauche es, können sie nicht sehen. Wie war das mit dem schlechten Wetter machen? Dann sind sie zumindest übel gestimmt. Vielleicht hilft uns das. Ja, das Wetter beeinflusst uns aber genauso. Das ist richtig. Ein Orkan kennt keine Gnade. Wir könnten uns beispielsweise hier diesen Lichtgang als Verteidigungsposition nehmen. Dort müssen die Gardisten. Richtig. Eine Baden. Der Eingang wird versperrt und sie müssen außenrum und sich trennen, während wir geschlossen als Formation agieren können. Das ist eine gute Idee. Ich dachte, dass wir aus 3 verschiedenen Positionen angreifen. Ja, die durch den Durchgang. Am Turm kommen welche und ich begleite Ardo hier zu dem Turm. Sollten da wirklich welche rauslaufen, weil ihnen der Gestank zu viel wird, kann ich sie diese überwältigen. Die beiden hier oben, wenn die von einem kräftigen Windstoß erfasst würden, würden die im Zweifel nach hinten runterfliegen oder einfach nur hinten gegen ihren Vorsprung klatschen? Das entscheidet eine Kletternprobe von denen.
Kommt natürlich auch auf deine ZFW an. Kasim guckt zu denen. Ich könnte versuchen, sie vom Turm herunterzuwehen, ohne das Wetter im Ganzen zu beeinflussen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Option. Wenn das nicht funktioniert, benutzen wir einfach den Schwadenbeutel dann noch. Ja. Dann machen wir das so. Ich werde mich dann auf die andere Seite begeben, zusammen mit Ravigor. Von dort aus werde ich dann den Angriff einleiten mit einem Schuss. Dann werde ich mich mit ihm zusammen in den Nahkampf dort begeben. Die Gardisten halten die Stellung an. Ich hatte die Idee, dass wir es zeitlich versetzen. Also zuerst sich die im Durchgang präsentieren, sodass der erste Angriff auf sie geht. Man ihnen dann in die Flanke fallen kann von beiden Seiten. Ja, das ist natürlich eine wesentlich bessere Idee. Das machen wir so. Gut, das gefällt mir. Kommt halt darauf an, wie viele noch im Turm drin sind, wann wir euch hier zur Hilfe kommen können. Aber zumindest hier könnt ihr ihnen schon mal reinfallen. Sehr wohl, das machen wir so. Dann kümmern Ronga und ich kümmern uns um den Turm. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Travigor und Darian gehen hier hin und der Rest ist im Zentrum und nimmt die erste komplette Angriffswucht auf sich. Richtig. Weil ich überlege, vielleicht wäre es ganz gut, wenn ihr, Darian, euch hier hinter diesem Vorsprung versteckt und den Leuten dann erstmal in den Rücken schießt. Wo sollen wir hin? Hier vorne. Jawohl. Bleibt defensiv, haltet sie weg von euch. Es geht nur darum, dass ihr uns Zeit gebt, in den Rücken zu fallen. Möglichst viel Verwirrung zu schaffen. Und dann, wenn wir sie eingeschlossen haben, dann könnt ihr auch vorrücken. Okay. Da habt ihr einen Vorteil der Waffengattung. Den so verstanden. Ihr ausnutzen. Kasim, wie gut seid ihr mit eurem Schwert? Habt ihr ein Schwert? Ich schau mal auf den Zauberer. Er nickt, er hat aber kein Schwert dabei. Wollt ihr dann vielleicht auch in die Flanke mit Travigor fallen? Ich muss auf jeden Fall noch ein kleines Stückchen näher ran, sprich, ich muss hier im Schutz des Waldes so ran. Ich habe ziemlich genau 20 Schritt Reichweite. Dann verwerfen wir das und ihr kümmert euch auch erstmal um die Flanke. Auch erstmal ums Zentrum. Nicht um die Schützen? Ja, also zuerst die Schützen, dann handeln hier Ronga und ich. Und dann währenddessen rückt hier die Mitte vor, sodass sie gesehen werden. Der erste Angriff geht auf sie, hier wird in die Seite gefallen und ihr geht dann die Mitte unterstützen. Das heißt, wir öffnen den Kampf mit dem Versuch, die Schützen außer Gefecht zu setzen. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste, ja. Sie haben den Höhenvorteil. Ich habe dann auch genügend Zeit, um zu zielen. Gut. Schnappt euch einen von denen, die gefährlicher aussehen. Eure Armbrust. Kasim nickt. Und dann, hier mit eurem Luftstoß. Was Kasim dann macht, ist, er geht nochmal so 5 Schritt nach hinten, um möglichst im guten Sichtschutz zu sein. Dann irgendwie nach hier. Ich guck mal, ob das reicht. Irgendwie dann möglichst halt irgendwie nach hier. Vermutlich ist dann da schleichenfällig. So, dass dann beide innerhalb von dem 20-Schritt-Kegel sind. Sich verstecken proben. Schleichen oder verstecken, um hinzukommen? Sich verstecken. Eben. Nee. Die anderen habt es schon geschafft, aber Kasim verändert jetzt seine Position. Ronka und ich würden das dann, also auch so die Position her. Also, dass wir halt. Wir gehen hier außen rum. Positionieren uns am Ende, wollen wir uns hier positionieren. Ja, warte. Also, das ist das Ziel. Du kannst bei genau. Kasim stehen. Ronga. Bei Kasim? Ja, genau. Ja. Denn ihr könnt Kasim, sehen, wie sich Chip die. Doch. Kasim, ja, Chip, jetzt oder nicht? 3, die 20. 2, nö. 1. Die Schläger, nö. Die Armbrustschützen oben auf dem Turm erkennen die weiße Gewandung von Kasim und schauen in eure Richtung. Das krieg ich jetzt ja nicht wirklich mit währenddessen, weil ich will halt auch zu meiner Position gehen, halt durchs Unterholz hier hinten. Ja, dann folge ich natürlich. Gut, dann könnt ihr euch auf der anderen Seite auch schon mal begeben. Ja, du kannst schon mal die Initiative würfeln, die anderen machen sie mich auch gleich. Geil. Das war's mit dem Hinterhalt.